Tachian und willkommen zurück zu Formel 1 2014 und dem Rennen in Bahrain nach einem durchwachsenen Qualifying auf Startplatz 15. Da wären wir drin gewesen, aber haben wir nicht rausholen können. Rennstrategie: Ich würde eigentlich gerne auf einer ganz frischen, härteren Mischung starten. Ich kann gar nicht aussehen. Ich will mal kurz gucken, welche weichere Mischung. Ah, ich habe ja nur die 93% Sätze, die 100% Sätze ist mir gar nicht freigegeben. Gut, aber wir starten auf der härteren Mischung, gehen in Runde 8 ungefähr an die Box. Das sollte gehen und dann fahren wir doch mal raus. Und schauen wir mal, was uns dieses Rennen hier bringt. So, laden. Die beiden Mercedes in Front, Hamilton vor Rosberg, der Mountaineer WM nicht so gut dasteht, der Hamilton. Der ist auch hier was rausholen muss. Sutil also direkt hinter uns. Wir hier bei den Hinterbänkern. Und jetzt wieder bei den Hinterbänkern ohne Traktionskontrolle starten. Ja, da haben wir auf jeden Fall gut durchdrehende Reifen. Einige, die ein bisschen an uns vorbeigegangen sind. Aber wir können sie irgendwo vielleicht ganz gut platzieren. Ja. Es wird eng. Ganz 13 momentan. Und hier komme ich nochmal ein bisschen, ja. Hier und da nochmal vorbeifahren. Jetzt hinter Bottas. Das wären die Punkteränge, die wären wichtig. Einfach mal an Bottas vorbeifahren, außenrum. Nur ein bisschen anschubsen, den Magnus war das, glaube ich. Entschuldigung, aber Platz 9. Hinter Ricciardo und Massa. Also einigermaßen erfolgreich bis hierhin. Wenn wir jetzt das Rennen beenden, dann 9. Platz, damit wäre ich zufrieden. Das sind Punkte. Das ist so mein Ziel hier in diesem Rennen, Punkte zu holen. Ein bisschen da immer gegendenken. Ja, ich glaube, jetzt wird es schwierig, noch weiter nach vorne zu kommen. Jetzt wird es ähnlich wie in Malaysia. Reine Verteidigung. Problem wird nur sein, dass wir hier kein DS haben. Aber die KI schon. Hinter uns dann. Das heißt, wir haben diesmal sogar DS, um uns anzugreifen und noch längere Geraden als Malaysia, und wir haben keinen Regen, mit dem wir irgendwie noch was gut machen können. Wir haben zwar die Reifen, die länger halten werden, aber das war's dann auch. Bin mal gespannt, wo wir ohne DS hinkommen. Mit Top Speed, oh, trotzdem so an die 310. So, Massa wurde da von Ricciardo geschnappt. Und sich Bottas versucht uns zu schnappen. Bottas, der eine unglaublich gute Saison fährt. Aber hier können wir einfach so gut spät bremsen. Dann haben wir nicht diese Rausbeschleunigung wie die KI, aber gut. Ja, mit Bottas, glaube ich, brauchen wir nicht versuchen mitzuhalten. Mit Massa brauchen wir, glaube ich, nicht versuchen mitzuhalten. Nach vorne wird hier nicht viel möglich sein mehr. Dazu ist das Auto einfach zu miserabel. Hat er bis jetzt in dieser Saison noch keinen Punkt geholt, und selbst der Mauricio hat einen Punkt geholt, haben sogar zwei Punkte geholt. Mit Bianchi. Bottas mit seinem nächsten Versuch. Natürlich eine deutlich bessere Topspeed, einen deutlich besseren Motor. Und das deutlich bessere Auto. Ah, in der Kurve hatte ich diesen Tagen schon mehrmals die Probleme an diesem Wochenende hier. Oh, ich unterhalte ja schon so einen kleinen Zug hinter mir. Ich glaube, so bis Sutil ungefähr hängen sie da. Und jetzt wird ja gleich DRS freigeschaltet und dann wird es ja richtig eklig für mich. Hier jetzt noch nicht. Das freut mich. Wenn ich denn in der DS-Zone mal
nur eine Sekunde hinter einem wäre, könnte ich es auch verwenden. Wir können uns dagegen Bottas verteidigen, indem wir uns die Innenbahn krallen. Der jetzt, glaube ich, mit einem Toro Rosso am Kämpfen ist. Wollen die sich mal gegenseitig noch bekriegen, das ist für uns nur vorteilhaft. Wir müssen nämlich die Reifen bis Runde 8 ein bisschen schonen, aber die Vorderreifen zum Beispiel, die haben ja gar keinen Abbau. Irgendwie bis hierhin. Sieht ganz gut aus, so, von den Reifen her. Natürlich die Hinterreifen, die bauen bei diesen Autos, das hört hier immer ein bisschen schneller ab. Ja, jetzt baut das hier mit DRS-Hilfe. Natürlich noch mehr Topspeed. Und wir können mal ein bisschen früher bremsen als Bottas. Das rät uns bis hier ein bisschen in den Arsch. So, die ist gar nicht bei dieser Gruppe so dabei, der ist viel weiter hinten. Das sehe ich gerade auf der Minimap. Magnussen hat sich jetzt erstmal den Bottas geschnappt. Einige haben sich da den Bottas geschnappt, der muss halt Fehler gemacht haben. Beim Überholversuch gegen uns. Jetzt drückt Magnussen von hinten. Der junge Kevin Magnussen, der noch nicht weiß, ob er nächstes Jahr fährt. Wir haben ja nicht mal mehr Kehrs, um uns irgendwie ein bisschen einen Vorteil zu verschaffen. Der sorgt sich ja jetzt schon ran. Und kommt auch jetzt mit so einem Überschallspeed an. Ist einfach nur noch unglaublich. Ich gegen Magnus, das wird wohl dieses Duell dieses Rennens für mich sein. Eieiei, ich lenke einfach nur in die Kurve ein und stehe quer. Da sieht man, wie schön schlecht dieser Sauber ist. Ich glaube, der ist noch ein Stück schlechter als der Lotus. Der Wahl in seiner Karriere fährt. Also, da kann man zwar ein bisschen was vergleichen, schon vom Fahrstil her, aber so von der Stärke her des Lotus, der ist dann doch schon ein Stück besser als der Sauber. Der Sauber ist echt einfach mies. Der Magnus ist natürlich DRS, da kann ich jetzt nicht mehr rüberfahren, um die Tür zu machen, aber ich kann wieder früher bremsen. Später meine ich. Jetzt der Perez an dem Magnussen vorbei. Ja, die Hinterreifen, die bauen dann ein bisschen, aber sie müssen ja auch nur noch 4 Runden, also mit abbauenden Reifen werde ich hier nicht so in Probleme bekommen. Vielleicht sogar noch eine Runde mehr auf den Reifen fahren, im Endeffekt. Hier nach vorne wird es mich eh nicht bringen. Und jetzt kommen wir jetzt mal ganz gut hier. Oh, Perez geht an die Box. Deswegen hat er wahrscheinlich da so ein bisschen abreißen müssen. Ja, natürlich sehr gut. Aber diese gerade uns mal nicht verteidigen müssen. Jetzt Magnussen halt auch schon wieder dran, also wie überlegen die doch gegen uns sind. Da können wir echt nur hoffen, dass wir irgendwie zur Saisonhälfte oder auf jeden Fall zur nächsten Saison in ein besseres Team kommen können. Uiuiui. Bin ein bisschen weit rausgekommen, ein bisschen viel Untersteuern gehabt. In der Kurve kann man nicht überholen. Hülkenberg 11 Sekunden vor mir. Das ist krass. Wie schneller die auch sind, und das sind 5 Runden. Also die sind 2 Sekunden pro Runde mal locker schneller da vor mir. Ohne Probleme. Und ich kriege jetzt langsam ja Probleme mit dem Auto und der Traktion. Es will nicht mehr so wie ich will, es rutscht ein bisschen. Das ist natürlich dann sehr eklig irgendwann. Aber ja, wir können sie wieder ganz gut verteidigen. Platz 9 wären 2 Punkte wert. Das ist für mich hier im Sauber einiges wert. Wir müssen immer versuchen, so die kleinen Pünktchen auch mitzunehmen. Viel mehr wird uns nicht übrig bleiben. Sind wir wieder hier und da mal ein paar Punkte zu knabbern. Yeah.
Sechste Runde. Oh, da kommt Bottas von ganz weit hinten. Mit richtig Überschuss. Setze ich mich trotzdem nochmal daneben. Und kann mich trotzdem noch verteidigen. Hat irgendwie so wahrscheinlich zwei, drei Autos überholt und dann verteidige ich mich wieder. Nicht wirklich unfair, so ein bisschen unfair fahre ich schon, klar. Aber ich habe auch keine andere Chance. Eieiei. Das soll ich versuchen zu vermeiden, wenn ich mir nicht doch noch die in der Reifen kaputt machen will. Weil man das merkt, dass die A-Reifen abbauen. Und sowas hier zum Beispiel. Wo ich da deutlich mehr rutsche. Ich rutsche eigentlich fast in jeder Kurve, wie man sieht. Die Vorderreifen haben so gut wie gar keinen Abbau, aber die Hinterreifen, naja. Und dann fängt das Auto richtig hart an zu rutschen. Das produziert ja eigentlich fast selber keinen Grip, das Auto. Das heißt, das machen alles die Reifen. Das ist dann richtig schwierig, wenn die Autos so ab, wenn die Reifen so abbauen. Wie sie jetzt nochmal eben tun. Junge, Junge, Junge. Da kann ich nur noch dagegen. Ich bin nur dafür da, um dagegen zu lenken, was das Auto macht. Ich lenke ein und das Auto steht quer. Natürlich nicht besonders geil, muss ich sagen. Viele von den KI-Fahrern werden, glaube ich, jetzt oder nächste Runde in die Box gehen. Gucken wir mal. Ne, nur der Perez wollte unbedingt schon so früh. Da kommt jetzt nochmal der Magnussen. Und ich setze mich hier. Nein, kann ich nicht. Na toll, jetzt haben wir noch einen Platz verloren hier gegen Magnussen. Jetzt sind wir nur noch 8er. Oh, wir haben Plätze vorher sogar gewonnen. Anscheinend. Waren da doch schon welche in der Box. Entschuldigung, konnte mich gerade nicht muten. Oh ne, 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 ne. Was ist denn da jetzt gerade passiert, bitte? Mal kurz ein Schluck Wasser trinken. Jetzt kriege ich hier gleich. Problem war, ich habe irgendwie einen trockenen Hals gehabt. Auf einmal dann hier fast Hustenanfälle. Na, wir haben jetzt schon mal einen Platz verloren. Mal noch hoffen, dass wir den 10. Platz dann im Endeffekt ein bisschen retten. Dieses Auto ist unfahrbar geworden. Noch schlimmer als vorher. Eh schon. Also mit frischen Reifen, mit guten Reifen lässt sich das ja echt einigermaßen fahren, aber jetzt. Zum Glück muss ich gleich nur eine Runde auf diesen Reifen, aber am Ende mit den neuen Reifen wird das auch wieder schön schwierig. Und die haben irgendwie was gegen Finn, habe ich das Gefühl, Bottas ist ja auch jetzt Finne. Auch den halten wir jetzt so lange hinter uns, wie schon Raikön in Malaysia. Aber das ist noch eine Runde, ey. Das Auto ist jetzt schon so komplett am Rutschen, das ist so ekelhaft. Problem ist halt, wenn die KI dieselben Probleme hätte, gut, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher. Problem ist nur, die KI hat nicht dieselben Probleme. Die KI hat eigentlich gar kein Problem. Die kriegen nie Probleme mit irgendwas, weil die scheiß Traktionskontrolle haben und dann noch keine Reifensimulation. So, Massa und Hülkenberg hinter uns. Natürlich eigentlich ganz schnell an uns vorbei wollen. Obwohl, die sind glaube ich in so einer Lücke, die können da eh nichts mehr nach vorne reißen. Wir sind trotzdem, dass wir einen Stop weniger haben, nur 7. Eieieiei. Ich kann mich nur freuen, wenn ich in einem besseren Team bin. Das war ein bisschen übertrieben, ne? Na, jetzt fahre ich die Reifen natürlich in den Arsch. Ah, das ist jetzt auch die letzte Runde auf denen. Und ich muss ja irgendwie versuchen, da vor den ganzen Leuten zu bleiben. Das könnte klappen. Aber die Reifen hinten sind im Arsch. Das ist kein Problem. Ja, da kommen wir einigermaßen gut durch.
dass einfach ich in dieser Kurve so quer stehen. Dieses Auto ist nur noch unfahrbar. Nur noch unfahrbar, das Auto. Nee, ich glaube, dass ich noch ansatzweise mit der Spitze mithalten kann. Machen wir erstmal wieder auf Standardgemisch in die Boxengasse rein. Und hoffen, dass wir einigermaßen da wieder rauskommen. Wo wir vorher waren, das wäre gut. Jetzt hier die angefahrenen Reifen. 3,7, gar kein Problem, weil hier kein anderer war. Aber wir sind auf 11 zurück. Während ich jetzt auch an der Box. Ja, na toll, wir sind auf Platz 13 zurückgefallen. Das ist echt super. Punkte sind in sehr, sehr weiter Ferne jetzt. Ja, ich bin jetzt gegen alle fast im Vorteil. Mit Bianchi meinetwegen. Aber es würde mir wenig bringen wahrscheinlich, weil ich deren Speed nicht mitgehen kann. Eieiei. Ich will mir natürlich auch trotzdem nicht die Reifen ruinieren, kann ich wenigstens das Ziel Platz 13 nach Hause bringen. Oh, da bleibt der innere Reifen gern mal stehen. Und zum ersten Mal an diesem Wochenende. Schauen wir mal, ob wir Wehren aufschließen können oder ob wir das nicht schaffen können. Bin ich mal gespannt. Wir haben sie natürlich leicht angefahren gewesen. Aus dem Qualifying waren die, glaube ich, wo wir sie benutzt haben. Oder können auch die Trainingsreifen gewesen sein. Nein, die Trainingsreifen können es nicht gewesen sein. Die hatten mehr, glaube ich, runter als 93%. Ah ne, hatten wir auch noch eine Runde mitgefahren, stimmt. Können also auch die Trainingsreifen sein. Schauen wir mal, ob wir jetzt mit dem Fettgemisch hier irgendwie was in Richtung Wehren ausrichten können. 2,3 sind es jetzt. Immerhin kriegen wir auch da nicht so den Druck von Kiat. Buton, der sich da jetzt vorbeigeschlichen hat. Natürlich eher der härtere Gegner als Kiat. Noch einmal ein bisschen Benzin plus im Tank. Schauen wir mal, wie jetzt der Abstand aussieht. 2 Sekunden, also 18 aufgeholt. Mensch, Mensch. Aber das schauen wir wahrscheinlich nicht mit Standardgemisch. Und das ist ja auch lange noch nicht viel besser. Das ist ja dann auch nur Platz 12. Und bis Platz 10, da fehlt zu viel. Und das nur diese eine Runde. Vielleicht muss Perez vor uns da irgendwo nochmal an der Box. Ich weiß nicht, wo der ist. Aber selbst wenn, der würde uns ja nicht in die Punkte bringen, der würde uns momentan erstmal nur Platz 12 bringen. Eieiei, ich glaube, es rennen wir jetzt eher noch einen Verteidigungsfahrt gegen Button, dass wir wenigstens den 13. Platz hier nach Hause bringen. Ich gebe ja mein Bestes, aber ich komme nicht über diesen Platz hier hinaus. Wenn ich nicht schaffen können. Vielleicht gibt es wieder andere Strecken, wo ich eher wieder punkten kann als hier. Vielleicht der China schon. Oh, die Reifen sehen ja noch ganz okay aus. Zum Glück habe ich mit dem Fettgemisch einigermaßen gute Topspeed-Werte. 2,3, also 15, holen wir in einer Runde ungefähr auf. Gut, wenn sich das Problem hätten mit dem, dass wir nicht die ganze Zeit weiter auf Fett fahren können. Hier wäre das natürlich super. Aber es wird nicht reichen, auch nicht gegen Wehren. Wir sind auf 12 nach vorne, weil wahrscheinlich der Perez an der Box war. Eieiei. Wir haben einen Fahrfehler reingebaut. Oh,
Nur nicht, dass die Anzeige da jetzt ein bisschen rumbackt und wir im Endeffekt keinen Sprit mehr dann am Ende drin haben. Das wäre natürlich sehr blöd. Wir kommen immer ganz gut raus mittlerweile. Jetzt haben wir da einen guten Zug hinter uns. Auch wenn wir jetzt lange nicht mehr so langsam sind wie noch auf den harten am Anfang. Aber viel weiter nach vorne wird es nicht mehr gehen. Ach, auf Raikön? Warum interessiert mich denn jetzt Raikön? Lass mich doch kein bisschen, wie viel Abstand ich auf Raikön habe. Oh, der ist wohl ausgeführt. Jetzt wäre natürlich ganz interessant, nochmal an Wehren ranzukommen. Weil das wäre jetzt doch noch die Punkteplätze. Und irgendwie scheint das Benzin nie zu enden. 2,5, wir haben wieder 2 Zähne gut gemacht. 2 Runden haben wir noch. Also, wenn wir irgendwie an Wehren rankommen können, das wäre so perfekt. Knabbern wir wenigstens noch an einem Punkt. Meinetwegen kann auch noch wer ausscheiden. Habe ich auch kein Problem mit. Nein, ich will jetzt kein F1 2014 mit dir spielen. Also, ihr braucht mir eigentlich auch keine F1 2014 Rennanfragen schicken. Hab da meistens eh keine Zeit für. Und ich werde irgendwann nochmal ein Abonnentenrennen machen. Das ist fest geplant. Wollte ich eigentlich schon mal F1 2013 machen, aber ich habe irgendwie nicht mehr zugekommen. Irgendwie untergegangen, aber bei dem 2014 werde ich das definitiv mal machen. Aber die Jagd auf Wehren, die ist eröffnet. Den Rest von dieser und dann noch 2 haben wir. Na, ja, die Hinterreifen. Ich habe lange noch nicht die Probleme, die ich mit den harten hatte. Am Ende des... Ah ja, da mache ich einen Fehler. Die gönne ich mir jetzt nochmal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich möchte unbedingt noch diesen einen Punkt erholen, auch wenn es sehr, sehr utopisch jetzt ist mittlerweile, glaube ich. Gut, wir können die ganze Zeit jetzt hier auf Fett fahren und das ist kein Problem. 2,4. Das wird so. Das ist so schwierig, da aufzuholen. Ich versuche echt schon alles rauszuholen, aber es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Also versuchen. Das war jetzt die ganze Zeit anscheinend Fettgemisch fahren können durch einen netten Bug. Hat er da auf jeden Fall auch nicht mehr viel. Ach scheiße. Na gut, damit hat sich's glaube ich dann auch erledigt, in Richtung Wehren. Irgendwas machen zu können. Die Reifen hier bauen wenigstens auch gleichmäßig ab, nicht wie die harten. Da muss ich mal ein bisschen gegendenken. Wenn man mich kaum noch sieht eigentlich. Es ist wirklich schon so dunkel geworden. Gut. Das Spiel an sich ist natürlich nicht so hell durch die Dunkelheit. Aber da kommt natürlich realistisch rüber, da wenn wir rein sind, da ist ja auch dunkel. Ich fährt 1,36. 6. Ich kann 3 Sekunden langsamer gerade mal fahren. Gut, das ist realistisch. Ich glaube, es ist ungefähr 3 Sekunden langsamer als der Mercedes im Rennen. Aber trotzdem. Das ist halt wirklich krass. Platz 11, ja, undankbarer Platz, wirklich undankbar. Es gibt nichts für diesen 11. Platz. Nichts, wovon man sich was kaufen kann. Wir werden alle dann so hier einmal mehr im Rennen besiegen. Nach Malaysia. Wir werden uns im teaminternen Duell erstmal, glaube ich, nach vorne setzen. Das war es dann aber auch. Hier noch schwierig, das Ganze gegen Button zu verteidigen. Letzte Runde jetzt allerdings. Sagen wir mal so, es war seine letzte große Chance hier, mich zu überholen. Und da hat er sich, glaube ich, noch ein bisschen mit Quiert behakt. Hätte jetzt noch super, wenn jetzt noch einer ausfällt da vorne, würde mir das unglaublich weit helfen.
würde ich unglaublich feiern. Durch Sammy Nature das Rennen gewinnt. Sind wieder mal nicht mal durch Sektor 1 durch. Wenn Rennsieger schon eine Mittellinie ist. Also ich werde nochmal die schnellste Runde. Wenn ich jetzt hier richtig am Kämpfen bin mit den Reifen. Und jetzt raus beschleunigen. Auf die Gegengeraden. Hier ist nochmal eine DRS-Attacke möglich. Aber Button muss zurückstecken. Eieieiei. Wenn wir jetzt noch einen Fehler machen, habe ich nochmal eine Chance, den Platz zu verlieren. Was machen wir jetzt auch nicht mehr? Das ist eigentlich die letzte Angriffsmöglichkeit. Für die hinter mir. Die werden sie wohl auch nicht ausnutzen können. Wann sticht noch, zeigt sich nochmal ein bisschen, aber es gibt keine Chance mehr, glaube ich. Wollen wir jetzt raus beschleunigen. Wir werden vor Button im Ziel sein können. Knapp, aber wir sind vor Button, wir sind auf Platz 11. Weiß über Platz 5 letztes Mal freut er sich nicht. Über Platz 11 freut er sich. Gut, gut. Ja, Platz 11. Undankbar. Hamilton gewinnt vor Rosberg und Vettel. Fernando Alonso auf 4. Bottas hat sich noch auf 9 durchsetzen können. Wir sind mittlerweile wieder hinter Massa zurück, aber wir sind noch vor Kimi Räikkönen. Ferrari wäre natürlich auch ein schönes Cockpit. Rosberg führt klar die WM, naja, klar nicht, aber 3 Punkte vor Vettel, aber immerhin 21 Punkte vor seinem wahrscheinlich schärfsten Konkurrenten. Mercedes hier klar vorne. Hier mit Sauber jetzt auf Platz 7 wieder zurückgefallen. Naja gut, was will ich machen? Ich habe das Beste rausgeholt, denke ich, hier aus dem Rennen. Jetzt sehen wir nochmal, wie er sich freut. Ja, gut gemacht. 11. Platz, weil es Platz 5 sagen. So, ach du Scheiß. Und hier. Naja, gut. Ich habe mich ja schon öfter darüber beschwert. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Rennen. Bis dahin sage ich Cheerio.